Willkommen Leute zu einer weiteren Runde DevBro. Wir spielen heute gegen den Typ vom letzten Part. Und ich würde gerne wieder nicht anfangen. Na, lässt du mich anfangen? Zum Glück nicht. Okay, wunderbar. Dankeschön. Upstart ist immer schön. Tanky. Er spielt was anderes. Wobei, nein. Trotzdem noch aufziehen. Aber diesmal zieht er andere Karten. Okay, das Kaninchen werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr wegbekommen. Das spielt man ja auch sehr oft in Anti-Decks, weil es einfach nicht wegzubekommen ist. Aber auf jeden Fall eine coole Karte. Malicious. Dann ziehe ich mal zwei. Machen den weg. Foolish wirft den Malicious weg, würde ich sagen. Ach ja, der Dutt. Ich würde ihn ja gerne nochmal gegen ihn beschwören, das wäre ziemlich witzig, aber... Nee, heute wahrscheinlich nicht. So, Malicious weg. Und er holt sich selbst nochmal. Dann beschwören wir... Plague Spreader. Und wir holen uns einen Omega vielleicht. Dann hätte ich sogar direkt ein Lichtmonster im Grave, falls Omega sterben sollte. Weil Beals ist eher uneffektiv gegen ihn, weil er ja ein Rang 4 XE-Deck spielt. Was hauptsächlich auf Rang 4 XE geht. Und dann hätte ich genauso wie er ein Monster, was immer wieder vom Feld hüpfen kann. Wäre eigentlich ganz interessant. Ist jetzt die Frage, was besser ist. Ich nehme ihn mir mal. Was soll's. Gut, Buch des Lebens. Kann ich nicht aktivieren, er hat keine Monster im Grave. Wie gesagt, die Karte kommt öfters mal tot. Deswegen spiele ich ja nur zweimal. Normal Summon haben wir nicht mehr. Das heißt, ich mache gar nichts mehr. Und renne einfach nur rein. Er hat ja keine Backrow, deswegen... Absolut kein Problem. Gut. Wenn er jetzt Schaden machen möchte, aktiviere ich Schadensjongleur. Hab nächste Runde dann eine Surge. Oh, verdammt, ich hätte vielleicht... Na, ich weiß nicht. Theoretisch geht's. Ich hätte eben den Schadensjongleur abwerfen können, damit ich mit meinem Omega keinen Schaden mache. Und dann hätte ich ihn verbannen können, was zu searchen, hätte mir dann den Schadensjongleur in seiner Standby-Phase wiederholen können. Wäre möglich gewesen, habe ich nicht gemacht. Aber wäre auf jeden Fall ein lustiger Zug gewesen. Was soll's. Okay, der verbannt sich wieder. Ich nehme dem auch noch keine Handkarte weg. Was kannst du? Ach so. Ach so, deswegen kann er sich immer verbannen. Jetzt weiß ich auch, inwiefern das mit dem Thema zusammenarbeitet. So, bitte hau das weg, was er sich gesearched hat. Leider nicht. Nur eine weitere tote Fabrik, die keine Gefahr dargestellt hätte. Omega kann nicht sterben. Der ist ziemlich safe. Und nächste Runde habe ich vielleicht sogar Infinity. Wobei... Da müsste ich jetzt schon eine passende Karte ziehen. Aber es wäre möglich. Aber er hat Infinity. Haha. Spielt aber gar keine Rolle. Denn ich werde ihn im Kampf zerstören. Richtig erniedrigend mit Omega. Wenn es klappt. Aber ich denke mal schon. Ist die einzig wunderschöne Möglichkeit, an Infinity vorbeizukommen. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich mir keinen Beats genommen habe. Weil der wäre jetzt Futter geworden. Für Infinity. Noden. Der holt einen High. Okay. Was will er noch beschwören? Eine Ark. Okay. Oh, sogar eine Dark. Sehr cool. Eine meiner Lieblingsmonster. Die lautlose Ehre Dark.
Aber auch die wird keine so schlimme Bedrohung sein. Den Jongleur kann er zwar annullieren, aber dann ist er auch im Grave, wo er hin möchte. Er traut sich vielleicht gar nicht, das zu annullieren. Vielleicht hat er kurz gedacht, dass ich einen Gods habe oder so. Aber nein. Habe ich nicht im Deck. Gut, Omega kommt wieder. Und wir können jetzt ganz einfach im Kampf erstmal den Infinity überrennen, weil der wird sonst alles blockieren, was ich hier machen möchte. Also geh nach Hause. Keiner will dich hier sehen. Höchstens auf meiner Spielfeldseite. Das fände ich noch in Ordnung. Gut, dann können wir mit ihm hier einen Hütchenspieler bekommen. Wobei, nee, wir nehmen uns einen Trickclown. Ist besser. Dann machen wir ganz dreist mal so und räumen ihm die beiden weg. Vor allem die Fabrik, damit er keine Searches mehr bekommt. Und der Trickclown kommt ja gratis wieder, weil die 1000 Life Points sind quasi komplett trivial. Vollkommen egal. Dann specialen wir den Hütchenspieler. Und dann mache ich Game, weil ich noch mein BLS habe. Moment. Kastel. Damit die Dark auch nicht wiederkommt. Denn die lautlose Ehre Dark ist gar nicht mal so stark, wie man denkt. Man kann sie einfach wegmixen. Gar kein Problem. Und dann kommt der BLS. Auch noch aufs Feld. Und dann kann ich gar nicht Game machen. Verdammt, das war dumm. Ich habe ja den Infinity angegriffen, stimmt. Okay, mein Fehler. Dann kann er vielleicht auch noch gewinnen. Das war ein bisschen schusselig. Aber den BLS hätte ich vielleicht sogar sowieso hinbeschworen, weil Defensive und ich habe nicht mehr so viele Life Points. Er wird mich aber auch nicht töten können. Seine Infinity schon raus und ich denke nicht, dass er es schafft. Exi ist auch verboten. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie er mich hier komplett aufhalten kann, einfach so. Wie er alles rumdrehen kann. Wenn er sich jetzt gleich searcht, dann werde ich das Ganze versuchen, aus seiner Hand rauszuhauen. Ich halte mal lieber A gedrückt. Damit automatisch ich gefragt werde, ob ich anketten möchte. Sobald es möglich ist. Einfach A auf der Tastatur gedrückt halten. So. Ah, schade, das war nur ein Kaninchen. Leider daneben. Aber trotzdem wird er mich hier nicht töten können. Nicht diese Runde. Es sei denn, er hat Rebellion, verdammt. Wobei, der macht auch nur 2500 Schaden, oder? Nee, damit kann er mich nicht töten. Nicht ganz. Aber fast. Aua. Zum Glück reicht das nicht aus. So, Omega kommt zurück. Hallo, mein lieber Omega. Dann holen wir uns hier den Jongleur nochmal. Der holt für mich erstmal hier einen Hütchenspieler wieder ran. Dann verbannen wir sein Monster. Tschüss. Er hätte auf jeden Fall ihn überrennen müssen. Dann wäre es vielleicht nochmal schwer geworden. Weil so kann ich jetzt einfach normen und gewinnen. Muss der in Death spezial beschworen werden oder so? Nee, gell? Eigentlich nicht. Wobei, ich kann ja auch ausrasten, ne?
Wir machen mal, was geht. Wir machen so. Wir machen Noden weg. Kombin hier. Und specialen hier noch einen Gojo hin. Und dann machen wir so. Den in Dev. Und holen uns einen Leo, damit wir nicht durch Kampfschaden sterben können, weil unser BLS jetzt so schwach ist. Und dann gewinnen wir schön im Kampf. Sehr cooles Duell. Das hätten wir fast noch verloren. Dann würde ich sagen, war es mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.